Moin und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Tobi. Ich befinde mich auf einer Radtour zum Seeburger See. Hier, wie ihr gerade hinter mir sehen könnt, die Rohlinger Warte. Das ist knapp 19 Kilometer. Rohlinger Berg, den ich gerade hoch gekraxelt bin, ist doch ordentlich gewesen. Man sieht es mir wahrscheinlich auch an. Aber es gehört dazu. Ordentliches Training immerhin. Und mache mich jetzt erstmal weiter und würde sagen, wir sehen uns in 9 Kilometer, wenn ich am Seeburger See angekommen bin. Also bis gleich. Und geschafft. Komme am Seeburger See. 32 Kilometer. Ordentliche Tour bis hierher. Heute auch wirklich geniales Wetter. Haben, ich glaube, 24, 25 Grad müssen wir haben. Also wirklich perfekt zum Fahrradfahren. Training läuft wirklich sehr gut. Jetzt mache ich hier gleich erstmal ein schönes Päuschen. Dann geht es auch auf den Rückweg. Insgesamt werden wir heute dann endlich mal wirklich über 60 kommen. Letztes Mal die 50 hat mir ja schon nicht geklappt. Und entschuldigt, dass ich auch keine Abschlussszene gemacht habe, da es wieder angefangen hat zu pischen. Kennen wir ja in letzter Zeit. Ist mal eine Woche, wo es ein bisschen besser ist, aber leider nur einen Tag frei. Sonst hätte ich auch eine Wanderung gemacht. Dafür aber versprochen für nächste Woche. Ja, ich würde sagen, ich melde mich, wenn ich schon wieder auf der Hälfte zurück bin. Und würde damit auch sagen, bis später.
Nun kurz vor zu Hause. 58 Kilometer, 550 Höhenmeter. War wirklich eine richtig geile Tour. Bock gemacht. Beine fühlen sich auch immer noch ganz ordentlich an. Natürlich merke ich es mittlerweile, aber so muss das sein. Perfektes Training für die Weser-Radtour. Nächste Woche gibt es dann auch endlich mal wieder eine Wanderung. Hab da auch schon was im Sinn, wo es hingehen könnte. Mal schauen, ob das soweit klappt. Aber auf jeden Fall wird gewandert. Würde mich freuen, wenn ihr noch ein Abo da lasst und vielleicht noch einen Daumen nach oben. Das wäre klasse. Und würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Woche und wünsche euch noch eine schöne Woche oder einen schönen Abend, je nachdem. Bis dann!